Heavy Drive bei der Montagegerätepräsentation im niederbayerischen Bayerbach. Dort stellen die frisch gebackenen Glasermeister vom Berufsschulzentrum Vilshofen ihre Prüfungswerke aus. Die Leistungen der Absolventen würdigen unter anderem Landrat Michael Farnmüller, Landungsinnungsmeister Thomas Strobel und der Vizepräsident der Handwerkskammer Karl-Heinz Moser. Prüfungsvorsitzender Josef Seiler betont den Nutzen der Heavy-Drive-Geräte für die Branche. Dann kommt nur eine ganz schöne Geschichte. Die Firma Heavy-Drive hat einen wunderbaren Parcours aufgebaut und einen Kran, damit man sieht, welche Hebelgeräte und welche Geräte insgesamt den Glaser Erleichterung machen. Mit Begeisterung probieren die Besucher die Heavy-Drive-Geräte selbst aus. Mit dem Glasmontagegerät GMG 600 gelingt es auch den unerfahrenen Bedienern, die Glasscheibe anzusaugen und durch den Parcours zu transportieren. Auch den Montagekran MRK 55S mit Vakuumsauganlage und Überkopfmanipulator können die Gäste ausprobieren. 2 Tage lang demonstrieren die Heavy-Drive-Experten ihre Anlagen in Bayerbach vor der Kulturhalle.